Nun zögern wir es nicht länger hinaus. Und dann geht's los. Ich würde davor gerne noch zu unserem Haus- und Hofalchemisten und ihn eine wichtige Sache fragen. Oh, Kanatitiana, gut, dass ich euch sehe. Ja. Was kann ich für euch tun? Nun, eventuell wird es heute dazu kommen, dass ich jemanden bezaubern muss. Mit meiner ganz bezaubernden Art. Nein, im Ernst. Ich werde ihn wohl zaubern müssen. Und gibt es vielleicht ein Mittelchen, das seine Widerstandsfähigkeit auf geistiger Ebene reduziert? Wisst ihr da etwas? Ja, Frage an dich. Gibt es in der WDA was? Nee, also mir wäre nichts bekannt, aber Ich meine, er ist. es gibt das Gott, dieses Elixier, das MR erhöht. Vielleicht gibt es einfach eine Gegenvariante, die MR senkt. Ja, Gut, genau. den Willenstrunk, den hätten Genau. wir, aber wir haben kein Gegenmittel dafür. Also für Ich meine, ich. Fruchtzauber gäbe es Angstgift, aber das ist ja nicht das, was du willst, oder? Richtig. Also im WDA gibt es nichts, was irgendwie den Reversalis für Tränke wäre, aber. Aber wie gesagt, das weiß ich ja nicht. Also mir persönlich als Spieler, es gibt, glaube ich, nichts, was die MR reduziert, außer ein reversalisierter Psychostabilis. Psychostabilis. Aber ja. Du könntest ein Flüssig, könnte ein Flüssig-Artefakt aus einem Genau das reversalisierten wollte ich, Psychostabilis ja, machen. genau das wollte ich eben sagen. Tja, also es gäbe die Möglichkeit eines Flüssigartefaktes, aber das ist natürlich höhere Alchemie. Da müsstet ihr einen magischen Alchemisten für fragen. Gut, das haben wir, glaube ich, nicht an Bord, oder? Der rote Nein. Salamander ist in Nalanfa vertreten. Oder in Nun, Lingbilla. im Zweifelsfall werde ich dann darauf zurückkommen. Vielen Dank für die Information, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Eventuell könnte man ihn einschläfern und in seinen Träumen mit ihm sprechen. Oh, gut, nun, das Einschläfern ist nicht das Problem, das kriege ich hin. Aber mit den Träumen sprechen, ich bin kein Bohrangeweihter. Tja. Nun, wir werden einmal sehen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Information. Das hilft schon einmal weiter. Ja, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, und ich würde mich dann auch zu den anderen zum Verhör begeben. Wie steht das? Hat ihn schon jemand auf ein Dämonenmal untersucht? Nein. Aber wenn ihr wollt, tut euch keinen Zwang an. Ich dachte, das wäre eure Aufgabe. Naja, gut. Ich hatte gehofft, ich käme drumherum. Vielleicht hätte er ihn auch irgendwer waschen sollen. Ich meine, wir haben ihn ordentlich durch die Sümpfe durchgeschliffen. Eimer Wasser wird sein Übriges tun. Und dann schütte ich ihm einen Eimer Wasser über den Kopf. Warum haben wir einen Eimer Wasser hier stehen? Nun, um nicht gefügige Leute gefügig zu machen. Helft mir, ihn zu durchsuchen. Ja, und dann durchsuche ich ihn nach einem Dämonenmal. Ich Was eine nicht. Probe? Gibt es überhaupt Auffälligkeiten? Fangen wir so rum an. Götter und Kulte wäre das, ne? Ja, gibt es überhaupt irgendwas, was auffällig ist? Weil Götter und Kulte dann, wenn überhaupt was da ist, aber wenn nichts da ist, dann ist ja nichts da. Er hat Oh. eine Tätowierung in seiner Hand aus Elberum. Trägt er Ringe und ähnliches, Ja. würde ich ihm alle abnehmen. Ich gehe davon aus, das habt ihr schon beim letzten. Also, Okay. das werdet ihr schon getan haben. Ja, gut, nur für den Fall. Ah, er hat Das, zahlreiche Ringe. ja. Gut. Ich Ja. mache mal die Götter und Kulte, aber. Dann würde ich nämlich pro forma einmal einen Odem über diese Ringe geworfen haben wollen würden. Nur, dass nichts Finsteres da rausspringt oder so. Also. Hattet ihr einen Stab und haben wir den mitgenommen oder hat er einfach keinen? Er hat einen Stab, ja. Ja. Also ich habe den nicht mitgenommen, habt ihr Ich auch den? nicht, ne? Ja, dann liegt er da noch. Ich habe definitiv die Hände voll. Also er hatte einen Stab. Gut. Ich würde mich Oh. definitiv bei der Suche beteiligen. Also. Ich suche speziell nach einem Packmal, das zu Belkalel passt. Darf ich urtulamitische Kulte als Spezialisierung mitnehmen? Ja, darfst du. Also ich bereite mal seine Handfläche vor zu Daminos. Hier, sagt euch das was? Er habe ich nicht gefunden. Hat der Odem hinsichtlich der Ringe und sonstiger Habe irgendwas ergeben? Ja. Okay, ja. Super. Also Ich glaube, an dem einen Ring klebte eine dämonische Variante, die allerdings abgeflaut ist. Da war wohl irgendwas drin gebunden und der Stein, der ist schwarz angelaufen und gesprungen. Was auch immer da drin war, jetzt ist es raus.
Alles klar. Und er hat noch weitere Artefakte dabei. Ich muss gerade mal schauen. Plumbumbarum, Gardianum und ein Band und Fessel. Ah, okay. Alles in Metallartefakten gebunden? Alles in Ringen mit Steinen dazu. Okay, also ja, die Frage ist, sind die Steine Träger oder sind die Ringe Träger? Die Steine sind im Ring gearbeitet und der Ring als Ganzes ist dann das Artefakt. Okay, wenn du den Stein herausbrichst, löst du die Artefaktmatrix vermutlich auf und löst damit den Zauber aus. Ja, okay. Dann würde ich die drei Zauberringe der Magistra Kohlrab zur Verwahrung geben. Zulamin, du entdeckst, dass er wohl eine Tätowierung auf seinem Rücken hat. Und zwar ist das eine Abschrift. Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte er sich das Raya Sutra hinein tätowieren lassen in seinen Rücken. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick... Es sind schon irgendwie Buchstaben, ja, aber... Also der Inhalt ist irgendwie komisch und verdreht, so wie bei dem Raya Sutra, das wir gefunden haben. Also das Raya Sutra war ja kommentiert, das war eine kommentierte Variante, da standen überall irgendwelche anderen Dinge dran. Aber es sieht so ein bisschen aus, als ob die Buchstaben gespiegelt wären, aber wenn du wieder hinguckst, dann wieder doch nicht. Also sie verlaufen nicht, es sind keine laufenden Lettern. Sie sind irgendwie komisch gespiegelt und wenn du genauer hinguckst, dann bekommst du so ein bisschen einen Würgereflex. Du glaubst, also du hattest schon mit, gerade in deiner Zeit, als du dich in Oron dann umgesehen hast, hast du schon viele Paktsymbole gesehen. Das sieht nicht Belkelelsch aus. Okay. Wonach dann? Weißt du nicht. Okay, könnte ich mehr erfahren, wenn ich die 18 auf Klugheit schippe? Wie viel hast du maximal? Ja, mach mal die 18 nochmal neu. Okay. Den Chip aus, komm, du brauchst ihn nicht mehr. Ach nee, das ist natürlich Quatsch. Ja, am weil das ist ja zweimal Klugheit drin. Aber naja, es liegt schon. Ja, finden genau. Wir es doch ganz einfach raus. Ich drücke jemand teures Amulett auf die Stirn. Ja, Lässt er sich anmerken, dass ihm die Schmerzen bereitet? Ja. Also fängt ein bisschen an zu glühen und wird heiß und je nachdem, wie lange du es drauf lässt, kannst du dann auch sehen, wie so ein Brandsymbol in seiner Stirn auftaucht. Je nach Lage der Rechtsprechung reicht dies zwar nicht als abschließender Beweis der Paktiererei, aber ich denke, wir können hier unsere Schlüsse ziehen. Ja. Ich denke auch, dass diese Untersuchung nicht müßig war. Ich meine, seht euch diese Buchstaben an. Die Tätowierung sieht normal aus. Irgendein elburisches Wappen. Vielleicht hat er dort gelernt. Ich schaue mir das Wappen mal genau an. Ist das ein Akademiesegel, Abelmir? Ja. Soll ich würfeln, oder? Nein, muss doch nicht. Du hast schon zahlreiche Leute aus Elberum getötet. Es ist das Siegel von Elberum, ich erkenne das wieder. Die Schule der Schmerzen. Ja, ehemalige Schule der Schmerzen. Ja, Froh wir sein können, dass es irgendjemand auf sich genommen hat, uns von ihren derzeitigen Erleben zu befreien, wenn ihre ehemaligen Abgänger hier immer noch diese Welt zu verseuchen. Hat dieser Terillion nicht diese Schule gegründet? Ich meine, wir hätten das herausgefunden. Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht, es ist eine Neugründung. Diese Schule wurde neu gegründet der Heptarchen. Aber gab es nicht eine Vorgängerakademie? Irgendetwas war da. Es ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ist das überhaupt gerade wichtig? Nein. Nein, wir haben offensichtlich einen Paktierer. Nicht das Erzdämons, wo ich erwartet hätte, aber... Er wäre das Todes, weil er sich... Das Angriff auf drei Geweide schuldig machte. Gleich viel. Aber mir wird er denn so gut. Ja, und dann mache ich ihm irgendwie den Großteil der Fest, also hier den Augen und den Mund und die Ohren los. Nur den dass Mund, man mit ihm reden kann. Nur mit dem Mund, er braucht keine Augen. Nur wie ihr wollt. Sehr unhöflich von euch. Immerhin habt ihr mir Wasser gegeben. Ich hau hin. Barbaren aus dem Norden. Nun, sagt uns euren vollständigen Namen. Den habt ich euch bereits genannt. Nennt ihn noch einmal fürs Protokoll. Ich bin der Magiergraf Samuel. Ihr seid der Magiergraf Samuel von Edas, sagt ihr.
meinen ganzen Namen auszusprechen, würde 10 weitere Namen erfordern. Nun, bitte, wir haben Zeit. Also gut. Samuel, Siranja, Bereinfried, Wiener, Geiselrand, Janold, Throndan, Igisleib, Herdrick, Magiergraf von Edas. Wie hat euch eingesetzt? Mein Vorgänger. Wer ist euer Vorgänger? Ahomeda von Edas. Ihr stammt nicht aus der Familie des ehemaligen Grafen von Edas. So funktioniert das nicht. Dann schildert mir, wie es funktioniert. Die Besten der Besten werden auserwählt, die nächsten Magiergrafen zu sein. Aha, und wieso sind wir dann auf euch getroffen? Weil ich der Beste bin. Aber ich bezweifle es, ihr konntet nicht mal Raphim verzaubern. Ihr seid schwer von Begriff. Und ich war lediglich überrascht von seiner Magieresistenz. Er hat an die Armbrust gedacht. Wie brechen könnte ich dennoch. Wie auch immer. Ihr seid Abgänger der Schule der Schmerzen zu Elberon. Das ist offensichtlich. Rekrutiert sich der Nachwuchs aus dieser Schule? Höchstwahrscheinlich. Ihr sagtet die Besten der Besten. Von Elberon oder von wo? Korrekt. Naja, da gibt es nicht mehr viele. Dann haben wir echt schlechte Nachrichten, was eure Abfolge angeht. Was ist eure Aufgabe hier in Edas? Die Plantage verwalten. Das Erbe. Was hat es mit dem Bild auf sich an der Wand hinter euch? Ihr wart sehr interessiert daran, oder? Ja. Habt ihr das Original gefunden? Ich stelle die Fragen. Was hat es mit dem Bild auf sich? Ob ihr das Original gefunden habt? Natürlich. Was hat es mit dem Bild auf sich? Es stammt von Donatian. Magier, ja. Philosoph, Autor unzähliger Bücher, Anhänger Borberats, Auserwählter. Ach, das war dieser... Werkzeug höherer Mächte. Warum unterscheidet sich es sich vom Original? Weil es magisch ist. Das sollte offensichtlich sein für jemanden wie euch. Das ist nicht die Frage. Warum? Aber das ist die Antwort. Nun, ihr habt die funktionale Frage beantwortet nach dem Warum, aber nicht die kausale Frage. Nun, Donatian wollte sich offensichtlich euch zeigen, wenn ihr schon Recherchen über ihn angestellt habt. Ja, ich habe ihn ja schon gesehen. Also, so spektakulär war er nicht. Seine Gemälde auf Menschenhaut und... Ihr wisst nichts. Ja, habt ihr ihn denn schon mal gesehen? Selbstverständlich. Aha, wo? In dem Gemälde. Ah, ihr könnt also ins Gemälde hineinlaufen? Nein. Sondern... Er hat sich mir gezeigt. Ah. Und daher habt ihr euren Pakt. Nein. Oder hattet ihr den schon davor? Korrekt. Ah. Was ist eure Aufgabe in Edas? Und jetzt sagt nicht, ihr seid der Magiergraf. Was ist nicht eure wirkliche Aufgabe? Das Erbe verwalten, das war ernst gemeint. Anders gefragt, was ist das Erbe? Der Sternturm der Neobara? Und wozu ist der gut? Um in die Sterne zu blicken. Und einen solchen Turm könnt ihr nicht woanders bauen. Nun, Niobara hat ihn selbst errichtet. Ja, außerdem ist das tatsächlich etwas schwierig. So ein Sternturm muss an gewissen Positionen errichtet sein, wo, naja, der Blick auf den Himmel unverstellt ist. Ich aus wie ein Sternenkundler. Ihr solltet vielleicht Niobaras Schrifttafeln studieren, bevor ihr mit mir weiterredet. Ich unterhalte mich gerne mit dem Zwerg und dem Magier weiter, aber... Der andere soll schweigen. Ihr stellt dir nicht die Forderung. Ich halte allerdings tatsächlich die Klappe, aber nur da, wo er mich nicht sehen kann. Er sieht dich ja gar nicht, hat ja Augenbinde hervor. Deshalb, die sag ich nochmal. Vielleicht hat er ja ein Penetrizel gewirkt in der Zeit. Nun, wo war ich stehen geblieben? Hab ich euch aus dem Konzept gebracht? Nein. Doch. Ich hau ihm ins Genick. Ihr tretet also das Erbe des Magiergrafen von Tyrion an. Ihr sprecht das Offensichtliche aus. Bringt uns das weiter? Was hat es mit dem... hat euch der Magiergraf gesagt, als ihr ihm begegnet seid im Bild? Viel. Dass ich seiner würdig bin. Ich habe ihm von dem 7 Gezeichneten berichtet. Er hatte seinen Spaß daran. Das ist so für dich wie, als hätte dir dein Papa gesagt, er wäre stolz auf dich, oder wie? So in etwa. Immerhin ist er von Borberat auserwählt. Naja, gut, aber
Das ist jetzt auch nicht so besonders. Bobberath hat auch die Heptarchen ausgewählt und die haben wir fast alle getötet. Achso. Bobberath bleibt trotzdem unbesiegt. Wo ist der denn? In seinem ewigen Paradies. Naja, das glaube ich nicht. So ist es aber. Ich glaube, er wurde besiegt und ist verbannt. Nicht in ein Paradies, sondern ich weiß nicht wohin. Ich glaube nicht, dass ihr dabei wart, oder? Nein, ihr doch auch nicht. Glaubt ihr? Ja. Ihr wart nicht dabei. Doch. Nein. Ich stand auf der richtigen Seite. Ihr glaubt, ihr steht auf der richtigen Seite. Bis heute, ja. Und ich habe hier drin diese Zeichen gesehen, bevor sie erwählt waren. Hier drin sieht es nicht unbedingt aus wie die richtige Seite. Was wollten sie bei euch? Ja, vielleicht seid ihr auch hier drin mit mir gefangen. Wer weiß das schon. Ich glaube nicht. Was sie wollten? Sie wollten nach Altair. Ja, und warum? Tja, es gibt ein Orakel auf Altair, das ist allerdings vernichtet. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Gezeichneten sind Geschichte. Wir konzentrieren uns jetzt mal wieder auf die Gegenwart. Oder vielleicht auch auf die Geschichte, die uns in der Gegenwart weiterbringt. Der Tetraeder, was wisst ihr darüber? Terillion Tetraeder? In der Tat. Tja, ich habe ihn nicht. Nun, das dachte ich mir schon. Was wisst ihr darüber? Er ist ein mächtiges Instrument. Wozu? Um damit verschiedenste Dinge zu tun. Eine kleine Pyramide. Ich würde sagen, die Seitenflächen sind identisch. Identische Dreiecke. Sie ist eine perfekte Pyramide. Und das Auffächern der Sphären soll ja eine ihrer zahllosen Anwendungsmöglichkeiten sein. Korrekt. Erzählt doch etwas mehr darüber. Nicht über die Beschaffenheit besagter Pyramide, denn ehrlicherweise niemand von uns ist Glasbläser oder interessiert sich auch nur im Entferntesten dafür. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, ich weiß allerdings damit, dass man weitere Erbstücke von Donatien damit finden kann. Den Gürtel. Den 10-mal Elesulev. Korrekt. Ach, können wir ihn nicht endlich einen Haken in die Nase stecken, damit wir das Gespräch hier verbildlichen können? Wir müssen ja alles aus der Nase ziehen. Ihr stellt einfach die falschen Fragen. Oder nur das Offensichtliche. Wo ist der Tetraeder, beziehungsweise wo finden wir weitere Erbstücke? Ich weiß nicht, wo er ist. Würdet ihr ihn gerne besitzen? Selbstverständlich. Wer sucht noch nach dem Tetraeder? Das ist eine gute Frage. Höchstwahrscheinlich eine Menge Kabalier, vor allem auf Oron. Denn Oron gibt es nicht mehr. Es gibt noch die Oronische Halbinsel, aber... Ha. Korrekt. Kennt ihr einige dieser Kabalier? Ihre Anführer? Die magischen Jäger. Die Maraskaner. Nachtwinde. Die haben wir bereits kennengelernt. Sonst noch jemand? Und ihr habt überlebt? Ja. Interessant. Ich gehe davon aus, dass Dimiona nach ihm sucht. Was Dimiona angeht, macht euch da keine Gedanken mehr drum. Menschenkenntnisprobe. Ich mirakel die. Gute Idee. Ich nicht. Ich schaff die einfach mit einem Punkt und schmolle vor mich hin wie ein großes Kind. Jetzt die Liturgiekenntnis zu ziehen, ist eine sehr gute Idee. Mit einem Mirakel in Schleierfall rein manövriert. Okay, ich schaue gerade, ob es noch irgendwelche Modifikationen gibt. Ich weigere mich, in irgendwas rein manövrieren zu lassen. Also ein einfaches Mirakel nicht, ne? Eigentlich nicht, nein. Nee. Gut. Dann nehme ich einfach die 18er Erleichterung. 18? Oder die Hälfte kriegt man, oder? Fürs die Hälfte, Hälfte plus 5. Plus 7, plus 5, okay. Plus 5. 18 halbe sind 9, plus 5 sind 14. Also hast du dann was über? Warte, 18 plus 10 sind 28, 32 TP Stern. Cool. Ja, cool, 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 sie cool, hat noch gar nicht gewürfelt. Oh, sorry, ich hab die Liturgie. Ja, ich bin doof. Okay, Achso, wir sollten jetzt Menschenkenntnis würfeln? Ja. Achso, ja. Okay. Du musst nicht. Ah, Doppel-1 ist immer dran. Hast du die Oronische? Der Tarat beim Besten gelernt. 33 Sternchen. Hast du noch diese, die Na, es sind nur 28. Schwarze Lande, ne? Oder Aranien.
Ja, ich habe Aranien. Sein Lächeln ist wie Dolche und er weiß mehr, vor allem zu Demione. Also er lacht euch schallend aus, tut es zwar jetzt nicht offensichtlich, aber alleine sein Blick hinter den blinden Augen ist, da liegt so viel Liebe drin, so viel Wut. Und er freut sich diabolisch, dass ihr das Wissen nicht habt. Ulamin packt Yalan am Arm. Hm? Habt ihr die Miona Sterben sehen? Akos Schar hat ihr den Kopf abgeschlagen. Ja, ich war dabei. Ich auch. Abschließend, was hat er mit dem Kopf gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, er hat ihn auch spießen und durch die Stadt tragen lassen. Ich meine, ja, er wurde... Vertraut mir, die Miona von Sorgan ist so tot, wie ein Mensch nur sein kann. Und der Splitter ist in bester Sicherung unter dem Spiegel. Ich habe eine Klugheit plus 7. Und wenn ihr gutes Gedächtnis habt, dann... In den zweitbesten Händen, wirklich. Aber oh, geschafft. Ich auch. Mit null Sternen über, aber geschafft. Ich hab's auch geschafft. Jeder, der da war. Genau. Mit zwei über. Was waren denn die letzten Worte von Demiona? Ich meine, ich hab die Klugheit geschafft, sag's mir einfach. Vielleicht wissen es die anderen ja noch. Lass mich mal gucken, ob ich gutes Gedächtnis habe. Ich weiß es gerade nämlich nicht. Ich glaube ja. Ich habe gutes Gedächtnis, ja. Also ich habe so eine Qualität von 8 geschafft, mein. Also. Ich kann auch jetzt hingehen und die Protokolle der letzten 2 Jahre durchführen. Ich will nicht. Aber ja. Da stehen die letzten Worte wahrscheinlich nicht drin. Arkos, nein, nicht. Ja. Und? Er hat sehr vertraut mit ihm gesprochen, aber... Beim Vornamen genannt. Ja, ich denke, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Ich sage euch, dass dieser Mann absolut überzeugt davon ist, dass die Miona lebt. Nun, wäre nicht der. Wenn es euch beruhigt, können wir gerne einen Abstecher nach Zorgan machen. Ich bin mir sicher, unsere gesammelten Frauen würden sich auch freuen, uns wiederzusehen. Es ist so schön, dass ihr die Heldentöter seid und dabei wart. Die Heldentöter? Das macht es noch einmal wunderschön. Moment, welchen Held sollen wir getötet haben? Nun, lebt Leoma vom Berg noch? Ihr habt doch Galotta umgebracht. Ja, der ist doch aber kein Held. Und ihr wart dabei, als Demiona starb. Das macht das einfach so köstlich. Hätte mich jetzt irgendjemand anderes gefunden, der nicht dabei war, dann wäre das nicht so sehr amüsant. Aber die hat mich vermutlich auch nicht übermannt. Was ist passiert, als Galotta gestorben ist? Ja, dann sagt es mir. Galotta starb. Nun, Kolakai hat die Zauberei verloren, die es in der Luft hielt. Vermute ich. Ah. Er starb, als er sich abwandte. Ich dachte, das war klar. Voltax wollte wissen, was passierte, als er starb. Ja. Ist in dem Moment, als Imionas Kopf abgetrennt worden ist, etwas Ähnliches passiert. Ich glaube nicht, dass dieser schreckliche Ort sofort kollabiert ist. Nein, es ist gar nichts passiert, um ehrlich zu sein. Die Kämpfe draußen hielten noch eine Weile an und das macht mich viel tot zu Boden. Das Kloster wird auch nicht mehr zusammengehalten. Xeran ist auch nicht gestorben, auch nichts passiert, nicht wahr? Nicht das Kloster, meine ich. Das Kloster wurde nicht durch Magie zusammengehalten, du Trottel. Das ist mir bewusst. Wollen wir uns wirklich von diesem meine Herren, lasst euch doch von dem Mann bitte nicht aufbringen. Es geht mir um etwas anderes, das im Kloster war. Jirkesh. Ich sage euch, dass dieser Mann entweder wahnsinnig ist oder Wissen hat, das ich begehre. So sehr ich bereit bin, euch zu helfen, möchte ich doch zu Protokoll geben, dass ich auf Ersteres tippe. Wieder einmal ist ein Lächeln wie Dolche und er grinst dich an und blickt dich dann aus seinen verbundenen Augen an. Ich kann euch das Wissen geben. Alles. Aber mir gehen wir kurz einmal vor die Tür. Samuel, während die beiden sich kurz besprechen, sagt mir, ihr warum... Ihr stammt aus Oron, oder? Hey, ihr drüben. Ihr könntet mein Erbe werden. Warum habt ihr eure Seele verpfändet? Damit ich der Beste werde. Aber ihr müsst doch wissen, dass dies nur ein temporäres ist. Irgendwann wird euer Gönner kommen und seine Seele eure Seele einfordern. Und dann seid ihr nicht mehr der Beste. Bis dahin bin ich der Beste. Irgendwann kommen sowieso die Götter.
Ob nun Boron meine Seele einkassiert oder jemand anderes. Meine Seele ist am Ende verschwunden. Oder was glaubt ihr, was euch auf Rethon erwartet? Eure Gedanken und Erinnerungen werden ausgelöscht. Ihr seid danach nicht mehr ihr selbst. Ihr seid danach nur noch im Seelenmeer.